Hallo und willkommen zu Holy Magic Century. Eine Mischung aus Zelda und Pokémon. Ist eigentlich insofern interessant, dass Holy Magic Century vor den beiden da war. Ein Spiel aus frühen Nintendo 64 Zeiten. Und direkt zu Anfang der größte Epic Fail der Videospielgeschichte. Der größte Übersetzungsfail. Start Dücken! Ja, dann tue ich einfach mal Start Dücken, oder? Ja, fangen wir an. Für das Spiel hat man ein Controller-Pack gebraucht und deswegen konnten es damals viele nicht spielen. Ich habe mir damals extra ein Controller-Pack zugelegt für dieses Spiel. Und für Mario Kart 64 konnte ich es auch benutzen, aber wie dem auch sei. So, mal anschauen. Ja, wir stürzen uns einfach in die Story. Ich lese kurz vor und dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Spiel. Iron, obgleich ich dich gebeten habe, nicht vorzugehen, hältst du daran fest, deinem Vater zu folgen. So wunderbar deine Kräfte auch sein mögen, du bist doch noch ein Kind. Dein Vater, Lord Bartholomew, ging, um das gestohlene elementare Buch zu suchen. Heißt es nicht elementale Buch oder kenne ich einfach das Wort nicht? Er wird seit einem Monat vermisst. Kein Wunder, dass du dich um ihn sorgst. Enthalten in den Worten des Buches ist eine Macht, die menschliches Wissen weit überragt. Ich frage mich, wer es aus dem Krypta des Klosters gestohlen haben kann. Sollte jemand Böses davon Gebrauch machen, so werden das Land und all seine Städte zerstört. Die Segen der Geister werden schwinden und auf Keltland erneut eine Zeit der Sorge beginnen. Das ist natürlich weniger gut. Das Verschwinden von Bartholomew mag bedeuten, dass er in einen Kampf um das Buch verwickelt ist. Wenn du nun gehst, begibst du dich auch in Gefahr. Solltest du noch immer darauf bestehen, so wandere zuerst nach Dondoran. Ich werde den König von Schloss Dondoran bitten, dich zu beschützen. Bis dann und ciao. Ja, vor allen Dingen möchte ich, dass ihr dem Spiel eine Chance gibt. Also wir sind dieser Knilch hier im rot-blauen Gewand und mit seinem magischen Zauberstock. Also wie in Zelda gehen wir von Stadt zu Stadt, Ort zu Ort und erleben lustige Abenteuer und kämpfen gegen Monster, die auftauchen wie wilde Pokémon. Und müssen auch die Elemente einsetzen, geschickt und uns leveln. Also, ja, ihr werdet sehen, wartet einfach mal so 5 Parts ab. Und dann könnt ihr immer noch wegschalten. Ich weiß, dass nicht allzu viele das schauen werden, aber diejenigen, die es schauen, die wird's fesseln nach einer Zeit. Na du? Gilis. Nee, es wird dich einen verborgenen Geist. Siehst du ein Zeichen? Wenn du es siehst, drücke den Z-Knopf. Das Zeichen 4 Geister erscheint. Drücke einen der 10 Knöpfe zur Wahl des Geistes, der größer werden soll. Du brauchst so viel Hilfe wie möglich von jedem dieser 4 Geister. Also die 4 Elemente sind gemeint. Ja, das ist schon klar. Also wenn ich jetzt Wassersäule, Fels, Windschneider, Wassersäule, hier ist Feuerball. Ja. Und das waren diese 4 Kästchen unten links. Die erscheinen immer mal wieder. Und wir sind scheinbar in einem Kloster aufgewachsen. Oh, sehr toll. Nichts für mich. Hier befindet sich auch irgendwie gar nichts. Das ist episch, ne? Und hier sind 1000 Millionen Räume, die sich aufs Detail gleichen. Nur hier ist eine Oma drin. Hi. Iron, das hölzerne Zepter, das du trägst und die Zaubersprüche, die du während deiner Reise lernst, sind deine einzige Waffe, wenn du auf Feinde triffst. Und sonst ist hier hinten nichts. Jetzt sind hier nochmal 5-6 Mal derselbe Raum. Ich zeig's mal. Ah, da. Hier alles links. Alles derselbe Raum, nur ohne die Tussi drin. Das heißt, da ist gar nichts drin. Aber hier geht's weiter. Also hier nicht weiter, sondern das ist ein kleiner Weg. Geister verbergen sich überall. Such nach ihnen in der Stadt, auf dem Land, in allen Winkeln und Ritzen. Oft findest du sie auch nach der Schlacht. Sei gründlich, mein Junge, so findest du alles, was du brauchst. Alles, was ich brauche? So, hier. Findest du eine Schatzruhe, geh näher ran und ein Zeichen erscheint. Drücke den Z-Knopf und findest Dinge, die dir bei seiner Suche helfen. Benutze diese Klug im Kloster, könntest du finden, was du brauchst, um zu beginnen. Wo könnte hier eine Schatzruhe sein? Ich sehe keine. So. Tautropfen, so ziemlich das schwächste Heil-Item. Also es gibt natürlich Heil-Items für Kraft und für halt AP oder Magie. Magie oder Mana-Anzeige. Jeder, wie er sagen möchte. Ich glaube, ich sage dann Magie. Weiß eh jeder, was gemeint ist. So. Der Beginn ist noch ziemlich zäh. Also. Aber ihr bleibt einfach mal am Ball. Einfach mal anschauen. Einfach mal ein bisschen Zeit nehmen für das Spiel.
Es war eine sehr frühe Nintendo 64-Ära, zwar nicht zum Launch, aber doch mit Beginn des N64 entwickelt. Ist halt nur nicht rechtzeitig fertig geworden. Dementsprechend auch ein bisschen eckig und kantig. Aber, ja. Hi? Gedon Iron, im letzten Brief schrieb Lord Bartholomew, dass er den Lord Kelderney überquerte, auf dem Weg nach Larapool. Sei sehr vorsichtig, böse Kreaturen lauern vor diesen Klostermauern. Nee, da lauern keine, erst später. So, ach wie schön ist das hier. Da könnte man ruhig noch ein paar Bänke mehr hätte man hinstellen können. Ich bin Gott. Nee, bin ich nicht. So, da habe ich eine Tür gesehen, da gehen wir auch noch rein. Ich glaube, da gab es nicht mehr allzu weltbewegendes. Negativ zu erwähnen wäre die Kamera. Die macht mir zu schaffen, aber sei es drum. Damals musste man klarkommen. Hallo? Geist, bitte beschütze diesen jungen Burschen. Leuchte seinen Weg und wach über ihn. Wir spenden Opfer für dein Wohl, bis du zurückkehrst. Das dauert ein paar Monate. Oder werden wir überhaupt zurückkehren? Es ist gar nicht mal so, ich will da nichts verraten, aber das nicht so, wie ihr denkt. Wir werden weder zurückkehren, noch nicht zurückkehren. Schwierig zu erklären. Willkommen in der Küche, Junge. Dein Sucher ist sicher lang. Hier, nimm dies frische Brot. Von mir gebacken. Oh, wie süß. Auf R können wir unsere Items, das heißt MP-Heilung, das ist Magie. Und jetzt geht's gerade nicht. Okay. Und frisches Brot, 50. Also das ist schon stark. Und weil das, das kann man schon eine ganze Zeit lang gebrauchen, das frische Brot. Und das werde ich nicht sofort. Und hier gibt's Honigbrot. Honigbrot heilt sogar 100. Heiliger Bimbam. So, ja. Und das hier ist was, ja. Ich halte mir meine Anrede, Ansprache. Wie so ein Politiker. Ja. Gut. Dann können wir das Kloster verlassen, wir haben alles mitgenommen, was es so gibt, oder? 100% wird's nicht. Was wäre 100%? Es kann sein, dass ich eine Kiste übersehe oder irgendwas. Von daher ist es weder 100% und Blind ist natürlich auch nicht. Habe ich damals durchgespielt. Wir haben einen Kompass, da können wir uns immer ein bisschen orientieren, das ist ganz nett. Als Kind war ich so depp und bin einfach überall hingelaufen. Es wird in weitläufigen Arealen. Es gibt Dungeons, es gibt Wälder, Höhlen und vieles mehr, die sehr gruselig sein können und unübersichtlich. Muss man ein bisschen schauen. Und hier als Kind habe ich auch gedacht, Horst, das englische Wort für Pferd. Und ich habe immer zum einen gelesen Horst und habe gedacht, das wäre sein Name. Das Pferd haben sie Horst genannt. So, hier haben wir so einen Geist. Achtung, ihr seht so ein kleines Ding. Und dann können wir uns ein Element auswählen. Ich habe jetzt das Feuer mal verstärkt. Ist eh wurscht. Ich versuche es so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Wasser ist halt gut für die Heilung auch. Feuer ist ein guter Angriff. Und ja, je nach Element, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was sinnvoll wäre, am meisten zu leveln. Aber, tja. Springen kann der Gute nicht. Also überhaupt nicht. Also ihr seht, hier ist so ein kleiner Absprung jetzt. Wir können gar nichts. Also nicht mal wie in Zelda. Muss halt immer wieder dazu sagen, das Spiel kam vor dem 3D-Zelda. Es hatte eigentlich die Rolle eingenommen, die Zeit bis Zelda Ocarina of Time zu überbrücken. So stand es mal in einem Spielemagazin. Und da habe ich mir gedacht, ja, das war Holy Magic Century. Die Überbrückung bis Zelda in 3D kam. Das haben sie richtig gut geschafft. Natürlich auch ein kleines Mysterium. Warum mag ich Zelda nicht so, aber das? Ja, also vielleicht liegt es an den Kampfdingern. Also an dem Kampfsystem. Wunderschöne Grüße gehen jetzt auch an LuffyRTM. Er ahnt es schon. Einer meiner ersten Abonnenten überhaupt. Und er ist schon seit Anfang an dabei, seit beim ersten Projekt Mario 64. Und hat schon so viele Spiele mitgefiebert. Harvest Moon und was weiß ich, auch einer von den älteren Generationen, sag ich mal. Also vergleichsweise. Und als er erfahren hat, dass ich Holy Magic Century Let's Playen will, seitdem ist er aus dem Häuschen und es ist ja schon, was, wie lange her? Über ein Jahr oder so?
Kann schon sein. Und deswegen, ja. Ich werde ja jede Woche gefragt, wann kommt's? Hier ist es, Lufia. Viel Spaß. Edgar! Halt, wer ist da? Oh, du bist mein Junge. Seit dein Vater uns damals verließ, mussten wir wachsam sein gegen die Monster, die unsere Stadt umkreisen. Lord Bartholomew war der Geisterbeschwörer und ehe er wiederkehrt, sind wir nicht mehr sicher. Leider haben die Leute meistens so ein bisschen doof zu schwätzen. Hier gibt's keine Geister. Ich weiß, wo sich noch welche verstecken. Das Dorf ist eigentlich gar nicht so groß, wie es jetzt aussieht. Es gibt Gebäude, die müssen wir immer mal wieder erkunden. Ralf. Es ist schon sehr lange her, aber schreckliches Unglück kam über Keltland durch das illetale Buch. Grüne Felder wurden über Nacht zur Wüste, geschäftig blühende Städte starben aus und das Volk wurde faul. Und saß den ganzen Tag nur vor dem PC und hat Let's Plays geguckt. Naja, also passiert's wieder. Seine Bude sehr aufregend, passiert nämlich rein gar nichts. Okay, jetzt haben wir hier was. Muss immer auch mal hinter den Häusern schauen. Weil ich glaube, hier in der Stadt ist noch nichts. Kommt erst später. Wir haben auch eine Karte und so und Menü und all so Zeug. Meine Enkelkinder sind hinaus zum Spielen, trotz der Gefahr, die vor unseren Toren lauert. Ich fürchte das los, da kann sie nicht mehr lange beschützen. Ja, also ich muss sagen, also man muss erwähnen, dass das Dorf hier total gesaved ist. Also hier kann uns nichts passieren. Überhaupt in Städten kommen keine Monster. Was soll das Geschwätz? Ganz ehrlich. So, was ist das überhaupt? Das sieht aus wie ein Honigtopf immer. Hier bekommen wir Aya. Bist du fertig zur Reise? Gut, wir geben dir weiße Schwingen. Sie bringen dich jederzeit nach Melrode zurück. Bedenke aber genau, dass die Schwingen nur im offenen Gelände funktionieren. Leb wohl. Ja, und das funktioniert wie die Pokémon, wenn sie Fliegen einsetzen. Ja, also mit den Schwingen können wir immer zurück an einen Ort. Mysteriöse Schwingen bringe ich nach Melrode. Also das Dorf hier ist Melrode. Okay. So, was haben wir hier? Das Hotel. Und man kann die Schwingen nur einmal holen, aber wenn man dahin fliegt, dann sollte man sich gleich wieder die Schwingen holen. Dann kann man eigentlich in jede Stadt reisen. Das Hotel, das wird wichtig. Bist du nicht müde, Meister Lehrling? Oh Gott, schon wieder ein Tippfehler von den Übersetzern. Meister Lehrling. Bitte rast sie heute Nacht. Wir werden gut für dich sorgen. Bleibst du? Ja. Aber ich habe kein Controller-Pack im... Ja. Also werde ich nur geheilt. Wenigstens. Hallo, Meister Lehrling. Das ist Shannon. Wer Shannon ist, werden wir sehen. Ich bin Shannon. Ich bin hin und her gereist durch ganz Keltland. Ich sehe, auch du bist auf der Suche. Ich denke, wir werden uns bald wieder begegnen. Okay, das war's vorerst. Was keinen Sinn macht, ist, ins Hotel hochzugehen, in die Zimmer. Da stehen zwar immer mal Leute drin, aber... Ich habe so in Erinnerung, dass da nie ein Item ist oder irgendetwas Nützliches. Guckt euch mal die Nase an, ey. Es gibt viele Geister in Keltlands Feldern und Tälern, wahrscheinlich auch nahe den Städten. Nur ein echter Geisterbeschwörer weiß, wenn Geister nahe sind. Das ist eine ganz schöne Bierwampe, mein Freund. Herrlich. Ja, aber die anderen Zimmer gucken wir uns nicht an. Da wird manchmal ein bisschen geschwätzt, aber das ist kaum erwähnenswert. So! Jetzt habe ich seine Stimme übernommen. Und ihr seht, es gibt Tag- und Nacht-Funktionen, wirklich. Also, außer dem Optischen hat die eigentlich nichts zu bedeuten, aber siehst da, Tag- und Nacht-Funktion. Schön. Schönes Häuschen, leider nichts drin. Überhaupt hätte man in dem Spiel mehr verstecken können irgendwie. So. Jetzt noch nach hinten. Da spielen die Kinder. Hi. Wird schon spät. Ich bin ein Pirat. Diese Monster da draußen fürchte ich nicht. Ich will Geisterbeschwörer werden, wie du, wenn ich groß bin. Rotznase. Aaron, du kannst mit dem B-Knopf deine Ansicht verändern. Ja, das ist so ein bisschen die Kamera hier. Blub. Naja, langsam und behäbig. Wer hat Angst vor dem großen, bösen Kraulhasen? Der Kraulhase ist das erste Monster, das schwächste aller Monster, den wir begegnen können.
Hier ist noch ein Haus und dann oben auf dem Feld noch der Schäfer. Und dann haben wir uns alles mal angeschaut. Hallo, du? Holly! Hier ist der Holly LP. Es wird dunkel und meine Jungs spielen immer noch draußen. Ich wünsche, sie kämen bald heim. Ja. Moment mal, es wird dunkel. Sagt die, wenn es hell ist, was anderes? So. So wie bei Horst. Habe ich gedacht, das Schaf heißt Sheep oder Shape. Bah. Ja, warum nicht? Und du? Bah. Und du? Iron, beim Kampfe werden zwei achteckige Felder dich umgeben. Das große Achteck ist das gesamte Kampffeld. Das kleine Achteck ist dein eigenes Bewegungsfeld. Nutze dein Bewegungsfeld zur Vermeidung von Feindangriffen. Schreitest du über das große Achteck, kannst du einen Kampf entziehen. Ja, wissen wir doch. Also, beziehungsweise, ihr werdet sehen. Übung macht den Meister. Und hier hinten, es ist ein langer Fußweg. Also wir werden auch nicht schneller, gell? Das wollte ich mal dazu gesagt haben. Es gibt keine Fähigkeit oder so, wo wir schneller laufen können, was sehr bedauerlich ist. Manchmal. So. Manchmal auf Felsen. Oder nee, auf Wasser. Wasser. So. Wasser ist Heilung. Bislang können wir halt wirklich wenig. Ihr seht's. Wassersäule und anderes alles empty. Da müssen wir höhere Level erreichen, um mehr Attacken oder Fähigkeiten zu lernen. Wie bei Pokémon. Ernsthaft. So, gehen wir in sein Haus. Da gab es, glaube ich, irgendetwas. Eine winzige Kleinigkeit. Da ist die Tür. Oder? Gab es hier eine Truhe? Ja! Hier gab es eine Truhe. Na, Alter, frisches Brot. 50 KP. Kraftpunkte, oder? Wie heißt es hier? TP und MP. Für was steht TP jetzt? T? Trefferpunkte. Nee, wahrscheinlich Englisch, aber keine Ahnung. So. Dann, wir sollen ja nach Dondoran. Das ist die nächste Stadt. Das hier ist ein Dorf. Das nächste ist eine Stadt. Eine Schlossstadt. Und dann müssen wir hier hinaus. Und los! Jetzt sind wir auf der weiten Steppe und können Monstern begegnen. So, das ist mal Startknopf. Also, ja. Wenn wir Level-Ups machen durch Kämpfe, also es wär, bisher war ja nur geschenkt, die Geister, dann erhöhen sich auch unsere KP und Magiepunkte. Defensiv, Bewegung, alles toll. So, Hinweisfeld. Okay, das ist die Karte, das ist besonders wichtig. Also da ist Melrode. Und das ist der Weg, ist jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Weil ich gehe mal einen Meter. Und dann sieht man da schon. Ja, so schlimm nicht, aber es ist nicht weit. Jetzt so weit, wie man denkt. Und dann geht es am Ende in den Wald von Connor. Und dann geht es noch weiter. Also dann kommt eine neue Karte. So, das sind die Elemente. Und das war's. So, wollen wir den ersten Monstern begegnen? Ich denke schon. Ich muss ganz kurz immer mal wieder den C-Stick lockern. Oh, die ersten Monster. Die Höllenhunde. Das sind gar nicht mal die schwächsten. Also, jetzt hat er uns drei abgezogen und wir attackieren mit einem Feuerball. Okay, die sind selbst Element Feuer. Ihr habt es gesehen, die attackieren selbst mit Feuerball. Deswegen setze ich am besten Wasser ein. Was haltet ihr denn davon? Komme ich schon überhaupt hin? Hoffentlich. Nee, nicht erreicht. Also bei dem schwächsten Wasserangriff muss man halt ganz nah. Oder? Er macht es mit dem Stock. Das geht nur, wenn man... Hat kurz geleckt. Tut mir leid. Ich mache mal Wasser. 11, weil es effektiv ist, quasi. Und der Stock ist immer eine gute Wahl. Aber gerade bei Bossen, ja, nicht getroffen. Gerade bei Bossen ist es manchmal echt... Ne? Da sollte man nicht sich immer einfach vor den stürzen, weil die haben meistens Nahangriffe drauf, dass dir Hören und Sehen vergeht. Die Bosse sind überhaupt übertrieben manchmal. Das sind die Kraulhasen, das sind die schwächsten eigentlich. Das sind Element Wind. Da mach ich auch mal Wind. Oh verdammt, ich habe B gedrückt, also ich verzichte. Da kann man sogar ausweichen im Wind. So. Ich setz mal Wind. Bim. 1.
Also später geht's in die Hunderte, ne? Nur mal so. Mach mal Feuer. 6. Die halten auch ziemlich wenig aus. Überrascht mich jetzt schon, dass der nach 6 und 1 nochmal aushält, aber gut. Ist ja nicht schlimm. Den Wind kann man ausweichen, aber später sind es dann wirklich so. Erst 3 Winddinger und dann mal 5 und sogar 7, glaube ich, Winddinger. Dann kann man nicht mehr ausweichen, aber einem einzelnen. Natürlich. Was immer so ein Problem war, jetzt habe ich genug gekämpft, um ein Element auszuwählen. Ich mache mal Wind. Dass die Leute gesagt haben, der dreht sich immer so komisch, nachdem ich einen Kampf gewonnen habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin, zu meinen Hammer eine Karte, liebe Freunde. Und Iron dreht sich immer in die Richtung, wo er zuletzt hingelaufen ist. Das heißt, ihr könnt euch nicht verlaufen. Also es ist schon so ausgerichtet, dass der in die richtige Richtung läuft. Ja, also Kraulhasen und Höllenhunde, das sind die ersten beiden Gegner. Das sind die Schwächsten. Yo! Und auf dieser Route, auf dieser heiligen Steppe, gibt es halt ein, zwei Häuser, habt ihr gesehen? Und dann kommen wir nach Dondoran und da gibt es, glaube ich, dann schon wieder mehr Monster. Und das werden wir uns anschauen im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder generell, wenn ihr das Projekt unterstützen. Ich würde mich sehr freuen über eure Unterstützung. Und ja, schaut euch wirklich noch ein paar Parts an, bevor ihr eure Meinung bildet, weil das wird schon noch ein bisschen fesselnd. Deswegen freut euch auf den nächsten Part. Ich tu's. Und Leute, bis dann und ciao.